Hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus der Garnison. Und zwar bin ich diesmal auf dem Schurken. Und hier möchten wir einmal 20 von den großen Kisten mit Bergungsgut öffnen. Und da brauche ich jetzt insgesamt noch 13 Items. Und im Schurken sind es noch zwei. Einmal ein Schwert und eine Bindung. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was das genau ist. Könnten Handgelenke sein. Aber gut, das werden wir sehen. Jetzt stelle ich mal Gesetzlosigkeit ein, weil ich mir nicht ganz sicher bin mit den Waffenarten, ob das davon abhängig ist. Und ja, jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, was wir Schickes kriegen. Die Kisten gibt es übrigens über das Wiederverwertungsgebäude, so rum. Wenn ihr dann das auf 3 habt und ein paar Missionen abschließt, ne? Da habe ich jetzt auch gerade noch mal ein paar aus den Missionen rausgekriegt. Besteht aber dann lediglich eine Chance, dass man welche kriegt. Also das ist nicht 100% tatsächlich. YouTube, dann legen wir los und schauen mal, ob wir was dabei haben. Achso, warte mal. Ich muss mal gucken, ob ich die Ressourcen gecapped habe. Nee, habe ich nicht. Passt. Also beim ersten haben wir Ressourcen raus. Dann haben wir Schwarzfelserz und ein paar Ressourcen. Dritte Mal wieder nur Ressourcen. Was haben wir hier? Da habe ich ein Epic-Teil bekommen, und zwar Rüstung. Na, plus 9 ist gar nicht schlecht für die Follower. Dann haben wir ein paar Blümchen. Das waren wieder nur Ressourcen. Einmal ein Waffen-Upgrade-Item. Ein Rüstungs-Upgrade-Item. Dann haben wir noch mal ein paar Felle hier rausgekriegt. Ne, Leder ist es, so rum. Ein paar Ressourcen. Okay, mit dem Rogue scheine ich anscheinend kein Glück zu haben. 9 Kisten sind es noch. Noch mehr Leder. Na wunderbar. Noch mehr Blümchen. Eine Talador-Orchidee. Ein paar Rüstungsupgrades kriegen wir noch. Komm, ich brauche Gear, Leute. Einmal das Schwert wäre ganz nett. Nee, schaut schlecht aus. Wir kriegen nur einen Haufen Blümchen hier raus. Haufen Kräuter. Und eine Kiste haben wir noch. Und was haben wir da Schickes drin? Einen Kopf. Beim letzten Item ist, oder beim letzten Kiste ist noch ein Gear-Item drin, aber das bringt mir natürlich nichts, ne? Kopf habe ich schon. Schade. Seht ihr, das zählt sogar für Prüfung des Kreuzfahrers für ein Set. Das ist hier weird. Okay. Ah ja, interessant. Naja, gut. Diesmal war es leider nichts. Die letzten Male hatte ich ja ein bisschen mehr Glück. Und ja, wenn ihr wollt, schaut beim nächsten Opening-Video wieder rein. Hat mich für Survivor. Euer Chilo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.